Recht herzlich willkommen zur 85. Folge von Grand Age Medieval. Da ist unser Händler gerade angekommen, dann gehen wir nach Constanta rein, gucken uns da um. Wir haben 11 Pakete für 1050, die nehmen wir aber mit und verkaufen die nicht hier, sondern woanders. 234 ist wohl günstig oder was? Ne, kann nicht günstig sein, hier gibt's ja nichts. Hier gibt's sowieso nichts außer das. Das bedeutet, hier kann man jetzt Geld machen, ne? Verkaufen. Aber da geht's gleich runter, ne? Zwei Verkaufs- und der Preis fällt. Vergess es. Da brauchen wir hier gar nicht verkaufen. Ich weiß nicht, ob das schon wieder der Bug ist, den ich da mal hatte. Weil das funktioniert ja irgendwie gerade nicht, ne? Gucken, ob die Preise da auch so sind. Aber irgendwie ist es dann fatal, ne? Okay, das wollten wir nicht verkaufen. Das können wir zukaufen. Das wäre jetzt... Okay, das erscheint mir als ganz normal eigentlich. Verkaufen wir mal was. Obwohl, ich will dir da nichts verkaufen erstmal. Hier können wir noch zukaufen. Ja, das macht einen ganz normalen Eindruck. Boah, 80, 262 zukaufen. Ja, komm, machen wir, kaufen wir zu. 207, 68. Das ist jetzt nicht so sinnig, hier was zu machen. Ja, komm weiter. Von Odessa geht's jetzt nach hier. Sehr wohl. Dnipropetrovsk. Weil wir müssen gucken, dass wir die Stellung da wieder hochkriegen. Also die Stellung, die Zahlen, ne? Weil wir müssen ja gucken, dass das da passt, ne? Anders geht das ja gerade nicht. Dass wir das diplomatisch übernehmen können. Dafür müssen wir aber, wie gesagt, mit denen ganz nett zufrieden sein. 28% ist es noch, das geht ja noch, ne? So, jetzt verkaufe ich die 11 und das hat 1% gebracht, super. Und hier ist, ach so, ist der gleiche Preis, da wollen wir gar nichts machen. Können wir ja zukaufen. Hier geht's runter. Ah, toll. Komm, Zähne weg. Hat auch 1% gebracht. Achte weg, hat nichts gebracht. Hier bringt komplett was. 1%. Hier haben wir 55, wir haben es für 58 gekauft, lohnt also nicht. Hier geht was. Aber auch nicht so wirklich. Ja, komm, wir verkaufen 10 Stück. Hoffen, dass da ja ist auch 32 geworden. 50. Aber 10 ist auch 1%. So, verkauft haben wir alles. Hier können wir also noch zukaufen. Da, 92 Stück. Aber wenn wir kaufen, interessiert die das nicht, ne? Das ist auch komisch. So, das ist teuer, das wäre günstig. Wir hatten aber hier die... Oder war das doch gar nicht da? Doch, nach hier war es günstig. Brauchen wir noch 20 dazu. Hier wäre auch günstig. 3 dazu. Und der Rest lohnt sich nicht. Jetzt können wir noch Getreide mitnehmen, um den Wagen voll zu kriegen, sozusagen. Ne? Und hier ein bisschen Holz. 12. Jetzt haben wir noch 20 Kapazitäten frei. Bärenfell war aber gleich schon teurer. Lohnt also auch nicht. Ja, können wir so lassen dann. Dann mal nach Kursk hoch und weiter gucken, dass wir da was loswerden, ne? Jo. Schon unterwegs, genau. Jetzt hatten wir da ein paar Prozent hochgemacht, aber die werden gleich wieder runter sein in dem Sinne, ne? Hier ist nix. Hier können wir Brot kaufen, aber... ja, komm, zwei Brote kaufen mal. Können wir ein bisschen verkaufen, so 140, 198, ja, machen wir 10 weg. Hier geht auch was. Auch 10 weg. Ja, hier können wir noch zukaufen, ne?
Der Preis geht auch nicht hoch. Hier ist billig, aber Wagen voll. Da würde ich jetzt fast sagen, verkauf das. Und wenn wir einen Wagen frei kriegen, hierfür, ne? 87, 57, das ist doch mal ein Angebot. So 70. Holen wir uns da noch mehr von. 117, das passt auch. Nochmal 12. Kriegen wir da noch 8 rein? Das war nicht 12 dann, oder? Ja, hier geht auf jeden Fall was. Komplett weg. 60 gekauft. Sonst war ja nichts Interessantes, ne? So wirklich Interessantes. Haben wir hier wieder 2%. Wagen ist voll. Dann machen wir die Rundreise weiter. Gucken, dass wir das alles hinkriegen. Dass wir da was verkaufen können. Ah, die Straße ist jetzt noch nicht ausgebaut, ne? Aber wir dürfen die da auch nicht ausbauen, glaube ich. So ein Schleichweg dürfen wir anlegen, ne? Oh, was ist das hier für ein Flutterspeer? So. Da können wir was verkaufen. Das ist noch billiger. Hier geht richtig was. Alles weg. Hier ist auch gut. Obwohl 120 ist auch gut. Weg. Oh, hier, guck mal. Mache ich für den Preis komplett weg, obwohl einer runtergefallen ist, aber das ist egal. Da geht was. Das ist identisch. So, jetzt müssen wir überlegen. Hier geht was oder ist schon... Ne, das ist ja teuer, weil die nichts haben. Hier wäre billig. Kannst du den Wagen voll machen. Tja. Und dann ist der Wagen schon wieder voll, ne? Also reisen wir weiter nach Kiew, denke ich mal. Momentan sehe ich halt nicht, dass die Prozente hier in Dnipropetrovsk, keine Ahnung wie die heißen, steigen, ne? Das läuft nicht. Machen wir so. Es lohnt alle nicht. 96, 80, machen wir. Ah, so. 8 Stück weg. Das gleiche Preis, ne? So, lohnt was zu kaufen. Also hier wäre billig, ne? 56 ist billig. Aber lohnen tut's auch nicht. Kaufe ich lieber noch ein bisschen Kohle gerade bei. Wagen voll, ne? Ja. Und dann gucken wir, dass wir hier nochmal die Prozente vielleicht hochkriegen. Glaube ich aber nicht so wirklich. Müssen wir mal schauen. Ein paar Waren haben wir auf dem Wagen, ne? Aber auch nicht so wirklich viel. So, da sind wir. 120 gleicher Preis. 86 lohnt nicht. 87, 51 lohnt alle nicht. Kannst du knicken, hier brauchen wir gar nicht anhalten. Wagen voll, wegfahren. 31% und leider schon unterwegs. Hat's nicht richtig so schön funktioniert, ne? Tja. Vielleicht sollten wir nach Tschernobyl mal wieder rübergehen, ne? Obwohl hier 7000 sind, ne? Nicht. Ja, hat sich gar nicht gelohnt hinzugehen, ne? Der Preis ist da genauso schlecht. Sehr wohl. Ossowa werden wir gleich mal besuchen, denke ich. Nachdem wir hier waren. Gucken wir uns hier an, ne? So. Oh, hier sieht es ja auch mager aus, ne? Ja, gleich runter. Ach, das war die Stadt, die nicht tauchte, ne? Machen wir mal so. So. Ein bisschen davon. Da geht auch noch was. Da auch noch. Gut, den Rest hätten sie was. So, und dann ausgeschlossen, genau, weil wir daneben geklickt haben.
Orsava oder Orsova, keine Ahnung, steht da auch. Dann geht's dahin und wir schauen mal, was da so los ist, ne? So, Brot 300. Hier geht was. Sechse weg. Achte weg. Sechse weg. Okay. Strenger Winter wartet auf uns, oder was? Kaufen können wir hier nichts. Oder dies? Ja, einen kaufen wir schon teurer. Brauchen wir also auch nicht. Schon Jetzt gehen wir unterwegs. mal da oben rum. Oh, da sind ganz viele Waren, ne? Tja, ist so. 155. Zwei weg. 134. Okay, da geht viel. 55 davon weg. 80 ist der gleiche Preis. 48 auch. So, meiste Ware, die sie haben, ist hier 250. Okay, die nehmen wir auch mit. Hier ist 80. Haben wir 500 auf dem Wagen, ne? Wie viel ist denn das? Das lohnt nicht, ne? Na, lass mal da. Hier wäre jetzt noch günstig mit 37, ne? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, komm, zack, nehmen wir die Kohle mit und ist alles gut. So, Exquisit. Tschernowitz dahin. Da unten hat einer wieder geschrien. So. Hier ist ein Bautrupp von Banas. Okay. Da können wir was loswerden. 14 Stück. Da geht auch was weg. Alle. Cool. Das haben wir gekauft für den gleichen Preis. Hier geht was. 150 weg. Alles gut. Da geht auch was. 22 weg. Wunderbar. Hier können wir noch zukaufen, wenn. Okay. 20 dabei. Und hier. Brot ist billig. Na komm, lass mal 10er. Bier ist, glaube ich, auch billig. Na ja. Auch 10, die es da gibt. Das könnte auch billig sein, ja. 30. So, da haben wir erstmal was. Wagen ist nicht voll, aber ist halt so. Ab Exquisit. nach Kiew. Straße ist da schon besser ausgebaut. Nur also zügig unterwegs. Und dann sind wir schon gleich da. Und dann packen wir hier gerade aus noch. Nee, machen wir nicht. Wir wollen ja hier für die anderen, ne? Noch was beikaufen. Und das lohnt alle nicht. Hier geht vielleicht noch einer noch dazu. Ist das ein guter Preis? Eigentlich schon, aber kann ich einen für das Geld kaufen? Ne, das haben die, glaube ich, selber. Das braucht man nicht. Zack, mitgenommen, fertig. So, okay, und dann gehen wir hier wieder hin, um Mit zu gucken, dass Freude. wir da weiterkommen. Aber für die Folge soll es dann wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.